Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Old Republic und so. Hallo. Hallo. Jo, wir haben heute noch ein bisschen was zu tun. Wir müssen komplett wieder raus. Ich komme nicht vorbei. Okay. Wie kommen wir am besten raus? Ja, genau. Ich hätte jetzt auch gedacht. Ich bin eine. Ja. Nee, nicht so. Wir müssen, glaube ich, wieder hoch. Okay. Ja, irgendwie. Ach, hier sind wir reingekommen beim letzten Mal hier. Okay, da ist er. So. Ich weiß nicht mehr. Wir hatten nur diese Rätsel zu machen, das weiß ich noch. War das hier dann? Ja, hier. Und dann kümmern wir uns endlich um den bösen Jungen. Und den bösen Pupen. Sehr schön. Und danach müssen wir noch zum Händler. Too much stuff. Ja. Weil ich habe so viel Zeug. Jo. Da muss ich dringend was verkaufen. Der Hayo ist vor uns. Wir müssen da vorne in die Schmiede. Wir könnten aber auch gerade zurück zum Händler laufen. Der ist ja da hinten. Wenn du weißt, wo. Ja, der Sanitätsmann, der... Genau, da. What do you... Und nehmen natürlich gleich noch Stuff mit am besten. Alles, was wir finden. Und dann können wir uns um den Hayo da hinten kümmern. Wie hieß der nochmal, der abgehauen ist? Ich weiß es nicht mehr. Oh, Vorsicht. Das ist ein guter Ruf. Wie heißt denn der Typ nochmal, der so ein bisschen zu böse in Seite gewechselt ist, zu dunklem? He is down. Okay. Da vorne steht noch so ein Hayo. Au. Das hat wehgetan. So. Oh, da hinten ist eine Kiste sogar noch. Die können wir uns auch noch holen. Ja. Okay. Den holst du. Ja, schwebt mal eine Runde. Ah ja, okay, gut. Gib dem die Minute. Außer der kann nochmal drüber nachdenken, was er so gemacht hat heute. Genau. So, und... Au! Der haut mich immer quer durch die Pampa hier, der Hayo. Okay. Ich geh mal zur Kiste. Okay, wir haben... Bedarf. Nee, das ist Bedarf, ne? Wir machen ja immer Bedarf, haben wir gesagt. Ja, immer Bedarf, ja. Genau. Sehr gut. Ja, ich habe die Handschuhe bekommen. Hey. Okay, ich kann hier vieles davon gar nicht gebrauchen. Jo. Das kann weg. Da erstmal Schrott verkaufen, so. Ja, genau, das ist so. Ich kann nicht verkaufen. Kriegsgebiet Medipack. Ansonsten habe ich eigentlich immer gute Sachen. Okay, ansonsten muss ich jetzt erstmal... Das sind immer so Beutel, die ich öffnen muss, weißt du? Ja, geht mir genauso. Ja, okay, gut. Einsatzbereit. Dann. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Also du öffnest die Pakete gerade alle? Ich öffne die Pakete gerade. Okay. Ich habe die Credit Chips noch.
So, was ist das jetzt? Nicht identifiziertes Organ. Okay. Mal sehen. Alles für den Quaisen Fess hier. Für den Hyopai, den wir dabei haben. Ja. Öffnen. Ich hatte Stufe 16. Warum? Was ist passiert? Du hast mir was überreicht, ne? Ja. Genau. Melden Sie Ihre Beschwerden. Gut, dann machen wir das mal. Impfstoff, Standard. Hast du auch so einen geilen Super-Stimpack, der für irgendwelche geile Zeit irgendwas Cooles macht? Nö, eigentlich nicht so. Okay. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge. Wow, ich habe hier ein paar Sachen, die würden mir sehr viel Geld bringen. So ein paar Stimpacks. Ah, nur in PvP. Die kann ich rausnehmen dann. Ich brauche diese PvP-Sachen nicht. Also wir werden ja jetzt wahrscheinlich nicht in PvP gehen. Bin ich auch nicht dran interessiert. Ja. Kann bei Schrotthändlern gegen Spezialgüter eingestraft werden? Okay, dann muss ich mal auf so einen Schrotthändler warten anscheinend. Okay, dann sehr gut, bei mir auch. Dann können wir weiter. Ja, jetzt haben wir einen Lichtschwertkristall. Genau, das ist wieder ganz am Ende. Das ist ja frei. Das schaffen wir. Mit dem Lichtschwertkristall. Irgendwann muss ich auch mal die Fähigkeiten und so einlöten. Also, dass ich die richtigen habe und das ist irgendwie, weißt du? Müsste ich auch. Oh, jetzt sind wieder Gegner. Naja. Oh, hey. Oh, da kommt noch einer auf mich zu. Yo. Die haben wir weggelötet. Sehr schön. Vorne sind noch Gegners. Zwei sind weg. Sehr schön. So. Die können wir eigentlich umgehen. Da vorne kommen noch ein paar. Oh, die werden aber ein bisschen heavier. Die sind weg. Geschwächt. Der hat's auch geschafft. Nur der da rechts nicht. Häuptling. Oh ja. Immer feste Drohhof. Au! Ja, der lässt einen schon manchmal ein bisschen fliegen. Aua. Ja, Bock auf mich gerade. Ja, übrig. Ah. Ich hab seine Agro gerade gezogen gehabt. Was war denn das? Was hab ich denn? Was hab ich da? Du hast irgendwas mit Doppellichtschwert bekommen. Ja, der Doppellichtschwert des Oberhaupts erfordert Hell 1 oder höher. Was ist Hell 1? Deine Dings, deine also deine Ausrichtung und wir sind beide wahrscheinlich noch neutral. Du kriegst die viel geileren Sachen manchmal, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum. Macht mich fast schon traurig. Und du leuchtest blau. Ich leuchte blau? Ja, bei mir leuchtest du ein bisschen blau. Was du auch immer gemacht hast. Ich selber sehe das nicht. Was für ein Stöffchen du auch immer genommen hast. Wir müssen hier rein. Kläftchen. Jetzt müssen wir jeweils alleine. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann Eingang der Schmiede. Dann können dir helfen, wenn sie keine... Oder wenn sie... Okay. Das müssen wir alleine machen. Oh nein, falscher Knopf. Ich bin in der Zeile abgerutscht. 7.
sicher. Was habe ich denn da bekommen? Ein Militärvorrichtungsset. Okay. Was? Danke, Galden. Okay, davon müssen wir 12 töten, oder was? Es ist kommen. Ah, hier sind wieder Leute. Und jetzt. Also wir sind auf jeden Fall der Fernkämpfer-Magier hier. Ich hoffe, der Nico wird irgendwann mal Agro auch gut ziehen können. Das ist... Weil dann kann ich auch richtig schön ausatmen. Machen wir den da. So, ich hoffe, das ist eine gute Lösung zu sagen, wir muten uns. Oder ich mute und Nico kommt später dann noch dazu und so, wenn er durch ist. Ich mache aber trotzdem extrem Schaden. Da hinten ist noch was. Oh. Sammle einen Lichtschwertkristall. Ich bin gespannt. Oh oh. Rancor-mäßig sowas? Okay, die dunkle Bestie mag uns gar nicht. Wir müssen... Au, mehr Schaden machen. Oh fuck. Ich muss außen rum. Ah, da ist er ja. Und? Komm mal hinterher. Und nochmal. Ah, der macht gut Schaden. Nein. Aber ohne Guiden hätte ich es nicht geschafft. Wow. Nochmal zurück. Und jetzt? Schaffe dein Lichtschwert in der Schmiede. Und wo ist die Schmiede? Die dunkle Bestie ist tot. Hä? Wir haben die doch getötet jetzt, oder bin ich doof? Sag mir, wenn ich doof bin. Die Ziel ist tot. Ah, hier hinten ist das. Glaube ich, oder? Müssen wir da unten hin? Ciao. Ah, Mist, jetzt habe ich die Mist. Okay, weg. Ich habe gerade aus Versehen, als ich mich bewegt. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Und. Treffer. Huch, warum ist er dann auf einmal zu uns gesprungen? Braucht er doch gar nicht. Wir hauen den auch so weg. Hm. Es fehlt noch ein Einzelner. Ein Einzelner von diesen komischen Viechern. Ich hole noch einen davon.
Der Nico hat es anscheinend auch geschafft. Nico? Mhm. Ist bei dir die Mission weitergegangen? Ja. Weil bei mir steht komischerweise die ganze Zeit, töte dieses Vieh da. Ja, das habe ich getötet. Ah, jetzt ist es bei mir auch weg, komischerweise. Also ich habe das Vieh getötet gehabt. Wo jetzt hin? Du musst, glaube ich, bei der anderen Seite rausgehen. Ich habe das auch gerade gesucht. Ja, ich muss noch einen von diesen... Ich bin falsch gelaufen. Ja, genau, deswegen. Ich töte hier noch einen von diesen komischen Höhlenbiestern, aber... Was kann ich, ob ich noch eins finde? Wo die Bestie war bei mir. Die war schon gut, gell? Ja. Die war nicht einfach. Aber ich muss auch zugeben, nachdem ich halt genug Macht eingesetzt habe, ging das dann auch irgendwie, aber... Aber ohne diesen Guiden hätte ich das nicht geschafft, weil der mich die ganze Zeit geheilt hat. Ja, ist bei mir auch so. Na. Alter, ist hier noch so ein dummes Höhlenbiest oder so? Mir fehlt exakt eins. Ah, hier sind drei, okay. Falls du nicht alle hast, hinter diesen, da wo diese Kristalle sind, quasi in dieser hinteren Ebene, ist noch einer. Die habe ich gerade gesucht. Ah ja, meine Freunde. Hallo. Genau. Piu. Ach ja, du stehst gerade bei mir in der Nähe quasi, glaube ich, oder? Nee, du warst genau da, wo ich jetzt gerade war. Ich sehe dann immer dein Emblem unten rumrennen. Ja, genau, das sehe ich auch, ja. Jo, jetzt aber. Ja, warte mal, da muss ich, oder? Wo muss ich hin? Also den linken Weg quasi. Okay, ja. Okay, gut, die Mission, die Einzelmission geht anscheinend noch weiter. Oder? Oh, ich warte, als ob du raus bist. Zwei so komische Roboter, die sich mir hier in den Weg stellen. Bist du aus der Höhle raus? Nee. Ah, okay, gut. Ich weiß nicht, ob die... Nee, wir sind noch mal nicht zusammen, glaube ich. Nee, ich laufe auch nicht durch so ein Ding durch. Heavy. Man läuft doch durch so ein grünes Portal. Ja. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder. Dann mache ich Mute. Okay. Muss man sich halt auch nochmal absprechen, weil man weiß ja nicht, ob man hier dann zusammen raus ist und dann, ja. Können uns der Hellen oder Dunkle macht verschwören, das ist natürlich ganz cool, aber wir bleiben schön auf der Hellen. Und gehen jetzt zur Schmiede. Es wird Zeit. Unser Lichtschwertchen. Weg von diesem Vibroklingen sind das ja, genau. Hin zu richtigen Lichtschwertern. Ich freue mich. Mal schauen, ob wir irgendwas einstellen können. Irgendwelche Lichtschwertfarben oder so, keine Ahnung. Das wäre interessant. Das werden wir gleich sehen. Und ich habe Angst, dass wir hier noch kämpfen müssen danach. Abfahrt. Dornor Bathroom. Die Ende Christ. Santalis. Morta Frapsak. Skocharad Mask Osla. Svetod Trangis. Unda Polua. Jorska Pokret. Keine Zeit verlieren. Rajivari hat mich unterrichtet. Ich habe den Kristall. Ich denke, ich bin bereit. Oh, ich bin so aufregend. Bin so aufgeregt. Was wird's wohl sein? Einer der ersten Klingen, ha? Huh? Oh.
Da fühlt man sich echt wie ein Jedi. Vom Schüler zum Jedi. Da ist das Ding. Oh oh. Oh, Nalen. Nee. Oh, todbringende Modifikation wird beim Ausrüsten. Lichtschwert des Botschafters. Zwei andere. Ja, grün. Oh ja. Also, egal ob es besser oder schlechter ist, ich muss es ausrüsten. Und das ist ja. Ah, oh, wunderschön. Hey, Nalen. Ich habe ein Laserschwert und du? Wie passend, dass ihr es seid. Bewaffnet mit dem letzten Lichtschwert, das diese Schmiede jemals machen wird. Seht ihn euch an. Wieder ein Jedi, der nickt und predigt und nichts tut, während die Fleischräuber unsere Heimat zerstören. Ich kenne Rajivaris Geheimnisse. Die Schrecken, die die Jedi jagen, die dieser Jedi jagt. Und nur ich kann uns, unsere Familien und unsere Zukunft beschützen. Freunde. Ich würde gerne hören, was die anderen von eurer Meinung halten. Nalin, das ist... Ihr geht zu weit. Wie soll uns das beschützen? Ich habe das für euch alle getan. Wenn ihr die Gefahr nicht erkennen könnt, dann werde ich sie euch selbst zeigen. Oh oh. Hört auf eure Leute. Sie wollen das nicht. Alles wird einen Sinn ergeben, wenn ihr tot seid. Bringen wir es hinter uns. Oh. Oh Mann. Jetzt nutzen wir mal das Ding hier. Hey, Nalen. Aber er ist kein Sith so richtig. Machen wir mal. Lassen wir mal alles auf ihn einprasseln. Alles, was wir an Macht für ihn haben. Na, stimmt, das ist echt Lichtschwert. Ich hatte vergessen, wie mein eigenes Blut riecht. Tja. Ich gebe auf. Ihr habt Nalin Raloch geschlagen? Bitte, ihr wollt ihn doch nicht töten. Nein, werden wir auch nicht. Ja, der Hohe Rat. Diese Entscheidung kann ich nicht treffen. Ich muss den Rat fragen. Und doch werden wir ihn verlieren. Das Dorf braucht Nalins Hilfe. Wie sollen wir es ohne ihn schaffen? Wenn ihr mich braucht, werde ich tun, was ich kann. Danke. Wir werden daran denken. Wir können Nalin zum Tempel tragen, Jedi. Er gehört immer noch zu uns. Auch wenn Kaisen dagegen ist, aber es ist die bessere Entscheidung. Ich fürchte, ich habe kein Wort verstanden. Wir sind kein Großer, das ist... Kaisen, ich bin nicht besonders. Ich habe nur getan, was ich konnte. Wenn ihr wirklich glaubt, dass ich dieser Herold bin, werde ich mein Bestes tun, diesem Namen gerecht zu werden. Ran
Nagagor Ariak. Das glaube ich ja. Das glaube ich auch. Was hier? Sprich mit Nalen haben wir das schon gemacht. Wir dürften schnell reisen. Wir dürften. Ich warte auf Nico. Und? Gleich. Ich freue mich auf den Moment, wenn er fertig ist. Genau, was haben wir denn noch so? Genau, dieses Übungsschwert, das wird... Ja, das macht halt weniger Schaden. Hat aber mehr Machtkraft, das ist... Nee. Hat Angriffskraft und kritische Trefferchance, das ist so... Okay. Und hier mit dieser Mode kannst du Waffen und Rüstung... Kann ich denn irgendwas verbessern? Habe ich denn irgendwas an? Nein. Wir könnten auch zwei irgendwann auswerten. Auswerten. In die Hand nehmen quasi. Na, bist ja noch nicht so viel. Okay. Bist du ready? Noch redet er. Okay. Okay. Jetzt bin ich, jetzt sind wir anscheinend auch noch Herold, oder? Ja, so, also, genau. Er hat gemeint, wir sind zu etwas höherem berufen. Ja. Genau. Wenn du fertig bist, dann lass uns doch Schnellreise zum Jedi-Tempel machen. Ah ja. Das geht dann. Einfacher, habe ich gedacht. Jedi-Tempel. Genau. Dann treffen wir uns dort. Warte ich auf dich. Müsste gleich da sein. Zeig mal deine neue Silhouette, sein neues Klimbam. Ja, aber das ist halt gar nicht mal so gut, das Ding, gell? Ja, das... Ich mach's einfach schon alleine, weil es geht. Weil man sagen muss... Oho, guck dir den mal an. Eine Doppelklinge. Ja. Wobei man muss schon zugeben, es ist besser als mein jetziges. Warum? Hier steht todbringende Modifikation. Hab ich auch, ja. Warum kann ich die nicht benutzen? Mit dieser Modifikation kannst du Waffen und Rüstung verbessern. Ja, wenn deine Waffe einen Slot frei hat wahrscheinlich, aber... ich sehe gerade, wir haben einen Slot frei. Ah, okay. Du gehst auf C auf deinen Charakter und dann auf deine Waffe und drückst du Steuerung Rechtsklick, oder? War doch gerade so. Ja, Steuerung Rechtsklick. Steuerung. Oh. Rechtsklick. Jetzt. Ah, Modifikation. Genau. Und da können wir die Modifikation hinzufügen. Genau. Ah, cool. Kann man auch Lichtschwertfarbe ändern, das Heft ändern. Also, das kann man dann immer so machen, wie es passt. Mhm. Aber eigentlich ist der andere Stab, den ich habe, immer noch besser. Krass. Nee, bei mir ist das jetzt besser. Okay. Aber ich will trotzdem das Lichtschwert behalten. Ja, das wäre schade, wenn nicht... Gibt's hier wieder so einen kleinen Händler? Da Sanitätsdroide schnell den ganzen Müll abladen. Entschuldigung. Schrott, ich habe richtig viel Schrott dabei. Ja, das glaube ich dir. Ich habe eigentlich, wie viele Credits ich habe, Mann. I feel you. Kann ich das verkaufen? Ja. Schwere Rüstung kann ich eh nicht tragen. Kuli. Ich habe 125.000. Damit kann ich... Du hast 125.000! Ja. Du weißt, dass du nur 350.000 tragen kannst ohne Abo, ne? Okay. Nicht unbegrenzt. Muss ich halt mal irgendwie was ausgeben. Aber wir gehen ja jetzt erstmal rein und... Ja. Aber egal, was ich kaufen will, das ist alles nicht so der Burner. Nee, das kommt aber, glaube ich, gleich. Wenn wir drinne sind. Das könnte gleich kommen. Ein bisschen hoch, ne? Ich glaube. Sieht so aus. Und dann geradeaus, okay. Okay, dann. Hallo?
Okay, jeder einzeln wahrscheinlich, oder was? Ja, gut. Okay. Dann halt jeder einzeln. Vom Rat der Jedi. Wir haben euch erwartet, Padawan. Ihr kennt ja bereits Meister Jarek. Das ist Meisterin Satil Shan. Ich behandelte Nalin Raloch. Pilger brachten ihn her und erzählten von eurem Kampf. Bemerkenswert. Ich bedauere. Ich hätte eine friedliche Lösung bevorzugt, Meisterin. Frieden ist ideal, Padawan. Aber manchmal muss man sich auch wehren. Wir müssen noch viel über die Dorfleute lernen. Und unsere Position überdenken. Genug, genug. Padawan, die Quelle von Rajivari. Warst du tatsächlich dort? Bitte erzähl mir alles. Meister Rajivari selbst sprach mit mir, was von ihm übrig war. Du sahst eine Machterscheinung von Rajivari? Das ist erstaunlich. Offenbar hattet ihr recht, Yuan. Ich entschuldige mich. Bei euch und eurem Padawan. Er ist kein Padawan mehr. Er trägt ein Lichtschwert und hat sich bewiesen. Ich habe nur noch eine Frage, dann ist die Ausbildung abgeschlossen. Im Moment ruht Nalin Raloch in einem Kolto-Tank. Was wird das ihm, wenn er geheilt ist? Boah. Das ist eine Scheißfrage. Ich sag euch warum. Das erste ist, er könnte zum bösen Jedi werden. Und das wäre alles nur noch schlimmer, weil sie ihn ausgebildet hätten. Bei seinem Volk könnte er genau den gleichen Mist wieder machen. Und Gewahrsam. Nalin beweist große Stärke in der Macht. Vielleicht hat er bei uns eine Zukunft. Das könnte zur Versöhnung mit den Dorfbewohnern führen. Gute Idee. Ihr seid bereit. Nun nehmt euren Platz als Jedi ein. Yuan, wärt ihr so gut? Vor diesem Rat enthebe ich dich des Titels Padawan. Ich ernenne dich zum Jedi unseres Ordens. Ehre, was war. Kämpfe für die Zukunft. Möge die Macht stets mit dir sein. Du hast dich so gut entwickelt. Ich bin... Meisterin? What the fuck? Beiseite. Yuan, hört ihr mich? Yuan ruht sich jetzt erst einmal aus. Sie scheint an einer Art Krankheit zu leiden. Ich kann jetzt nicht lügen. Ihr Zustand ist ernst. Wird sie denn wieder gesund? Ihr wusstet davon und habt nichts gesagt? Darum also war ihr meine Ausbildung so wichtig. Wir schicken Yuan nach Coruscant. Unsere Forscher dort haben Artefakte aus dem ersten Jedi-Tempel. Vielleicht haben sie auch etwas für Yuan. Am besten ihr folgt Yuan nach Coruscant. Sie braucht eure Hilfe. Ja, natürlich. In der Zwischenzeit studieren wir eure Entdeckungen über Rajivari. Einigen Aufzeichnungen seiner Schüler sollte... man auf den Grund gehen. Wenn ihr auf Coruscant seid, sucht die Botschaft im Senatsgebäude auf und wendet euch an den Forscher Atros Finn. Er wird euch erwarten. Viel Glück für euch beide. Möge die Macht mit euch sein. Mit euch auch. Das ist etwa eine Exposition durch Tod der Meisterin. Das könnte gut sein.
Ein neues Machtfokus-Ding. Oh, der hat eine schwarze Lichtklinge. Toll, toll, toll. Was ist das? Tresorkiste. So, wenn Nico sich gleich bewegt. So, da bist du ja wieder. Jo. Ja, Exposition durch Tod der Meisterin, was? Was hast du gewählt? Ich habe gesagt, bildet ihn zum Jedi aus. Ich auch. Ich wollte nicht das Böse wählen. Ich fand es blöd, dass er zurückgeht, weil ich dann nicht weiß, was er halt macht. Ja. So, weißt du, weil er böse werden kann und meint, immerhin, wenn er als Jedi ausgebildet werden soll, dann können sie quasi auf ihn aufpassen. Ja, die größte Gefahr ist aber, wenn sie ihn zum Jedi ausbilden und er böse wird, also wieder quasi wieder zur dunklen Seite wechselt, ja, dann hast du einen ausgebildeten Jedi. Ja, das ist richtig. Ja, aber ich habe mich trotzdem dafür entschieden, ich habe Hoffnungen. Ich auch. Das ist genau das gleiche, habe ich mir auch gedacht. Ja, ja, ich würde sagen, aber wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir nach Coruscant schon reisen. Ja, geil. Guti, dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.